Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Ich habe tatsächlich in der Bibel gesucht, wo sind die meisten aufregendsten Instrumente in welcher Form vertreten. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Ja, da höre ich einen ganz bestimmten Klang. Ja, weil man sich gleich erinnert, was da alles passiert. Ich habe schon mit den chaotischsten Orchester gespielt. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Psalm 150, Verse 3 und 4. Also es gab in jedem Fall auch zwischen uns beiden sehr intensive Diskussionen, weil wir mit Kirche, wie sie sich darstellt, nicht einverstanden sind. Die Religionen verstehen sich ja nicht. Und das finde ich ja wirklich sehr kompliziert. Weil wie viele Götter gibt es, denen man glauben soll? Es gibt nur zwei Themen, die unser Leben bestimmen. Das ist die Musik und die Liebe. Wir sind seit 35 Jahren ein aufregendes, rebellisches, kämpferisches Liebespaar. Und genau das lese ich in der Bibel. Und dasselbe über die Musik. Die Musik ist so groß und wichtig in der Bibel. Luther war ein Mann der Kirchenlieder. Er hat sich um Musik bemüht in einem großen Maße. Und deswegen war das gar nicht lange schwierig. Musik und die Liebe, ganz einfach. Und es war wunderbar, dass wir da uns richtig auslassen konnten mit dem, was uns eingefallen ist.